das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Jubel in München. Zum 9. Mal hintereinander stemmen die Bayern die Meisterschale in die Höhe. Trauer dagegen in Bremen. Werder steigt nach 41 Jahren zum 2. Mal aus der Bundesliga ab. Mehr dazu später in der Sendung. Zunächst zur Corona-Lage. Die Pfingstfeiertage können viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit deutlich gelockerten Maßnahmen verbringen. In zahlreichen Bundesländern sind seit kurzem Öffnungen im Gastgewerbe in Kraft. Etwa in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen dürfen Hotels in Regionen mit einem stabilen Inzidenzwert unter 100 wieder Touristen empfangen. Verbunden sind damit Hygiene- und Testauflagen. Ähnliches gilt seit Wochenbeginn in Schleswig-Holstein. In Hamburg dürfen von heute an Einzelhändler und Außengastronomie öffnen. Wind und Regen vermiesen Hamburgs Gastronomen heute den Neuanfang nach 7 Monaten. 250 Gäste dürften auf dieser Terrasse eines Brauhauses sitzen. Gekommen ist nur ein knappes Dutzend. Endlich nach so langer Zeit einfach mal wieder draußen zu sitzen, da ist das Wetter völlig egal. Ich wünsche auch, dass es so bleibt, dass es noch lockerer wird und dass Hamburg hier wieder zum Leben erweckt wird. Eine Testpflicht gibt es für den Besuch im Restaurant nicht. Nur Kontaktdaten muss man hinterlassen. Viele Betriebe bleiben dennoch vorerst ganz zu. Das Geschäft an der frischen Luft rechnet sich nicht. Betriebswirtschaftlich ist das für uns wirklicher Unsinn eigentlich. Richtig lohnen tut sich das erst, wenn wir tatsächlich innen aufmachen dürfen, innen und draußen. Alles andere ist Makulatur. In Münster ist es schon soweit. Restaurants und Kneipen dürfen seit gestern auch drinnen Gäste bewirten. Weil die Stadt als einzige in Nordrhein-Westfalen stabil unter einer Inzidenz von 50 liegt. In den Geschäften gilt keine Testpflicht mehr. Die Folge der vielen Lockerungen, die Innenstadt füllt sich. Es ist zum Teil grenzwertig, ne? Das auf jeden Fall, weil sehr, sehr viele unterwegs sind. Und ich gucke immer, dass ich eine Ecke erwische, wo halt weniger Leute sind. Voll wird es auch auf Bayerns Campingplätzen. Ebenso wie in Hotels dürfen hier wieder Gäste beherbergt werden, wenn die Inzidenz im Landkreis unter 100 liegt. Viele Plätze sind über Pfingsten ausgebucht. Für die meisten Reisenden ist es der erste Urlaub in diesem Jahr. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. Dem Robert-Koch-Institut wurden 7.082 Fälle gemeldet. Das sind rund 800 weniger als am vergangenen Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf knapp 67. Die Bundesregierung hat Großbritannien als Virus-Variantengebiet eingestuft. Grund ist die Ausbreitung der indischen Variante des Coronavirus. Einreisen aus Großbritannien nach Deutschland werden damit von morgen an erheblich eingeschränkt. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger oder in der Bundesrepublik lebende Personen nach Deutschland befördern. Für alle Einreisenden gilt eine 2-wöchige Quarantänepflicht, die auch durch negative Tests nicht verkürzt werden kann. Arbeitsminister Heil will wegen der Corona-Pandemie den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängern. Die Regelung soll zunächst für 3 weitere Monate bis Ende September gelten, teilte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Wenn nötig, werde erneut verlängert. Die derzeitige Verordnung sieht unter anderem auch vor, dass Unternehmen die Sozialbeiträge auf Kurzarbeitergeld voll erstattet bekommen. In Berlin ist die Polizei gegen Versammlungen von mehreren hundert Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen vorgegangen. Dabei gab es mehrere Anzeigen, weil Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. 2 Großdemonstrationen, zu denen an diesem Wochenende jeweils 16.000 Menschen erwartet wurden, waren verboten worden. Die Behörden hatten dies damit begründet, dass Demonstrierende bei ähnlichen Veranstaltungen bewusst gegen Corona-Auflagen verstoßen hätten. Mit Gitarre und ohne Maske. Diese Demonstrierenden waren trotz Verbots in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin unterwegs. Die Polizei forderte sie mehrfach erfolglos auf, sich an die Corona-Regeln zu halten, umringte sie schließlich, um die Personalien festzustellen. Wir haben gezeigt, dass wir schnell intervenieren, frühzeitig intervenieren. Und auch das hier, dieses Ereignis hier, zeigt, dass es genau aufgegangen ist, dass es funktioniert. Wir können aber nicht bei bestem Willen und bei viel Kraft und Energie können wir nicht die Vernunft der Menschen ersetzen.
Schon seit dem Morgen lösten die Beamten immer wieder Gruppen auf. Sie stellten Lastwagen mit Bühnenaufbauten sicher und riegelten das Brandenburger Tor ab. Mehrere Demonstrationen für heute und morgen waren im Vorfeld verboten worden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte dieses Verbot. Der Grund? Nach den bisherigen Erfahrungen mit den sogenannten Querdenkern sei davon auszugehen, dass sie sich nicht an die Hygienemaßnahmen halten würden. Spielt das für Sie eine Rolle, dieses Verbot? Nein. Nein, spielt keine Rolle. Das ist mir ein Scheißegal. Weil das ja ein Grundrecht ist, ne? Das Demonstrationsrecht. Muss ich ja nicht erzählen, oder? Mittlerweile hat die Polizei das Verbot der Zusammenkünfte durchgesetzt. Zum morgigen Tag des Grundgesetzes hat Bundeskanzlerin Merkel die Verfassung als stabiles Fundament des Zusammenlebens auch in der Corona-Pandemie gewürdigt. Gleichzeitig betonte sie, dass dort, wo Gesundheit und Leben auf dem Spiel stünden, zumindest zeitweise Einschränkungen erlaubt seien. Die Maßnahmen der Regierung verteidigte Merkel als verhältnismäßig und maßvoll. Das Grundgesetz garantiere aber auch, dass über jede Maßnahme diskutiert und gestritten werden könne. Die Bühne bleibt leer, der Saal abgesperrt. Eigentlich sollte hier im Kloster Bebenhausen bei Tübingen der Tag des Grundgesetzes gefeiert werden. Wegen der Corona-Pandemie werden die Festvorträge aber nur im Internet gestreamt. Bundesverfassungsgerichtspräsident Habert verwies auf die Herausforderungen in der Pandemie. Es gebe immer wieder schwierige Spannungslagen. Der 72. Geburtstag unserer Verfassung fällt in diesem Jahr in eine schwierige Zeit, in eine gesellschaftlich schwierige Zeit, in eine verfassungsrechtlich schwierige Zeit, weil in der Corona-Pandemie die Grundrechte vieler Menschen in sehr unterschiedlicher, aber sehr erheblicher Weise betroffen sind. Es ist Aufgabe der Justiz, diese grundrechtlichen Spannungslagen aufzulösen. Beim Bundesverfassungsgericht blieben die meisten Eilanträge gegen Corona-Maßnahmen bisher erfolglos. Kritik kommt von Verfassungsrechtlern mit Blick auf die Kunstfreiheit. Da wird nämlich den Beschwerdeführenden abverlangt, dass sie beweisen sollen, dass keine Gefahr davon ausgeht, wenn sie Kunstveranstaltungen abhalten. Und das ist nun genau, wie es nicht sein soll. Denn die Grundrechte sagen, der Staat muss sich dafür rechtfertigen, wenn er etwas verbietet. Der Umgang mit den Grundrechten bei der Bewältigung der Pandemie bleibt eine Herausforderung. Einen Tag nach Inkrafttreten hält die Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas bisher. Erste Hilfstransporte aus Ägypten und von den Vereinten Nationen haben den Gazastreifen erreicht. Die Feuerpause war durch Vermittlung Ägyptens zustande gekommen. Diplomaten führten auch heute in Israel und den Palästinensergebieten Gespräche, um einen längerfristigen Frieden sicherzustellen. Nach Ansicht von US-Präsident Biden kann der Nahostkonflikt nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung befriedet werden, also ein unabhängiges Palästina neben Israel. Dabei sei ein nachhaltiger Frieden erst dann möglich, wenn alle Akteure in der Region das Existenzrecht Israels anerkennen. Biden kündigte an, dass er sich für einen von der internationalen Gemeinschaft finanzierten Wiederaufbau im Gazastreifen einsetzen werde. In Rotterdam treten am Abend die Finalisten im Eurovision Song Contest an. In der Endrunde stehen Interpreten aus 26 Ländern. Als Favorit gilt die italienische Rockband Måneskin. Auch Frankreich und Malta geben die Buchmacher gute Chancen. Für Deutschland tritt Jendrik aus Hamburg mit dem Song I Don't Feel Hate an. I don't feel hate, I just feel sorry. Sogar die niederländischen Fans sind textsicher beim deutschen Beitrag. Die Atmosphäre ist wirklich großartig. Alle sind so glücklich, dass der ESC mit Publikum trotz der Pandemie möglich ist. Der Song Contest ist auch ein wissenschaftliches Experiment. 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer mit negativem Corona-Test dürfen zu Proben und Shows in die Halle und dort die Künstler feiern. Für den deutschen Teilnehmer Jendrik Siegwart ist die Generalprobe gut gelaufen. Also es ist wirklich eine brodelnde Energie, weil nicht nur wir, die Künstlerinnen und Künstler, irgendwie darauf gewartet haben, endlich wieder auf der Bühne zu stehen vor Publikum, sondern man merkt auch, dass das Publikum endlich sich freut, wieder etwas live erleben zu können. Chancen auf den Sieg haben allerdings andere. Ganz vorne liegen laut Wettanbietern die Italiener. Ihr Rocktitel City e Buoni, übersetzt still und brav, hat im Vorfeld bereits den Preis für den besten Songtext gewonnen. Zu den Top-Favoriten zählen außerdem die Französin Barbara Pravi mit einem klassischen Chanson
und die Finnen mit Heavy Metal und einer bombastischen Bühnenshow. Die Veranstalter rechnen mit mehreren 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum Fußball. Werder Bremen muss den Gang in die zweite Liga antreten. Die Bremer verloren am letzten Spieltag 2:4 gegen Mönchengladbach und rutschen damit auf einen direkten Abstiegsplatz. Köln rettete sich durch ein 1:0 gegen Schalke in die Relegation. Er ist der Mann des Spiels. Sebastian Bourneau sichert mit seinem Treffer Köln den Relegationsplatz. Aus FC-Sicht ist es ein Drama in drei Akten. Der erste Akt, die erste Hälfte, harmlose Kölner erspielen sich nur wenige Chancen. Doch das Team von Friedhelm Funkel im zweiten Abschnitt druckvoller. Der zweite Akt in der 71. Minute. Andersson trifft nach dem Freistoß von Jonas Hector. Nach Ansicht der Bilder nimmt Schiri Siebert das Tor allerdings zurück. Özcan in der Bildmitte steht im Abseits, blockt Schalkes Sané und hindert ihn so an einer Abwehraktion. Die Kölner Verantwortlichen fassungslos. Dann folgt die 86. Minute, der dritte Akt. Sebastian Bourneau mit dem 1:0, das die Tür zur Relegation öffnet und das Kölner Bundesliga-Licht vorerst weiterbrennen lässt. Zur gleichen Zeit unschöne Szenen vor dem Stadion. FC-Fans bewerfen Polizisten mit Flaschen und zünden Pyrotechnik. Mehrere Personen werden festgesetzt. Auch mit Thomas Schaaf ist Werder nicht mehr zu retten. Vor einer Woche unverhofft ins Amt gekommen, muss der Interimstrainer gegen Gladbach einen kapitalen Fehlstart mit seiner grün-weißen Mannschaft hinnehmen. Dritte Minute, 0:1, Kapitän Lars Stindl ist der Gladbacher Schütze. Schaaf, der ehemalige Meistertrainer, kann Werders freien Fall nicht stoppen. Nur ein Punkt aus 10 Spielen und in der zweiten Halbzeit nimmt das Bremer Bundesliga-Schicksal sehr schnell seinen Lauf. Werder kassiert 3 Gegentore in 15 Minuten. Die eingewechselten Raschica und Füllkrug können zwar kurz vor Schluss noch auf 2:4 verkürzen, doch das reicht nicht mehr. Schaaf schafft es nicht, doch die Fehler der Vergangenheit hat nicht er zu verantworten. Keine Rettung, keine Relegation, kaum Hoffnung. Spieler und Fans in Bremen trifft der Abstieg mehr als in manch anderen Bundesliga-Standorten. Hochverschuldet muss der Klub die erste Liga verlassen, eine baldige Rückkehr ist höchst ungewiss. Und am Weserstadion ist die Stimmung an diesem Abend äußerst angespannt. Robert Lewandowski hat Gerd Müllers fast 50 Jahre alte Bestmarke von 40 Toren in einer Saison verbessert und ist nun alleiniger Bundesliga-Rekordtorschütze. Der Bayern-Stürmer erzielte beim 5:2-Sieg gegen Augsburg kurz vor Schluss seinen 41. Treffer. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Leverkusen 3:1, Hoffenheim-Hertha BSC 2:1, Wolfsburg-Mainz 2:3, Frankfurt-Freiburg 3:1, Union-Berlin-Leipzig 2:1, Stuttgart-Bielefeld 0:2. Die Abschlusstabelle: Mit Meister München spielen Leipzig, Dortmund und Wolfsburg in der Champions League. Frankfurt und Leverkusen treten in der Europa League an. Union-Berlin startet in der neu geschaffenen Conference League, dann Mönchengladbach und Stuttgart. Auf Platz 10 Freiburg vor Hoffenheim, Mainz, Augsburg und Hertha BSC. Bielefeld hält die Klasse. Köln spielt kommenden Mittwoch und Samstag in der Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga. Bremen und Schalke steigen ab. Bei der Eishockey-WM in Riga hat die deutsche Nationalmannschaft auch ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team setzte sich gegen Norwegen mit 5:1 durch. Nächster Gegner ist am Montag Kanada. Die Lottozahlen: 3, 8, 17, 38, 40, 43, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstsonntag, den 23. Mai. Das Sturmtief verabschiedet sich nach Schweden und daher geht es bei uns vorübergehend ruhiger zu. Heute Nacht gibt's viele Wolken, hier und da sind ein paar Schauer unterwegs, im Süden fällt Regen. Ab und zu zeigen sich aber auch die Sterne. Morgen an den Alpen zunächst noch Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und einzelne Schauer, in der Osthälfte auch kurze Gewitter. Später gibt es kaum noch Schauer und von Süden wird es zunehmend freundlicher. Heute Nacht 10 Grad am Oberrhein, bis zu 3 Grad in einigen Mittelgebirgstälern. Morgen im Sauerland bis 12, im Breisgau immerhin bis 20 Grad. Am Montag in der Nordwesthälfte wieder windig und zeitweise nass, im Osten und Süden zum Teil noch länger freundlich. In den folgenden Tagen verbreitet windiges Schauerwetter, dabei bleibt es weiterhin zu kühl für die Jahreszeit.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 1.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.